Jo, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, LOL-orientierten Video. Und zwar gibt's nach einer Ewigkeit mal wieder, oder die gibt's glaube ich alle paar Monate mal, die geheimnisvollen Skins, von denen man nur 5 Stück am Tag erwerben kann. Und ich habe mir mal vor mittlerweile fast wieder einem Monat RP geholt und die habe ich extra aufgespart, falls die mal rauskommen. Also ich habe mir jetzt ein paar von den neuen Skins geholt, weil ich die ziemlich geil fand, zum Beispiel ein Lux-Skin. Aber ich habe noch genug RP übrig, um ein paar von den Skins aufzumachen. Und dann wollte ich noch einmal die geheimnisvolle Truhe öffnen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was da drin sein kann, weil... Ja, wobei... vielleicht steht bei der Geschenke-Ecke was dabei. Ach so, das ist garantiert, dass der 975 hat. Verstehe. Ah, okay, gut, dann weiß ich's. Also es ist im Endeffekt genau das gleiche, bloß dass der Skin safe 975 oder teurer ist. Ja gut, ist aber jetzt, wow, 185er Ersparnis. Da ist es krasser, wenn du aus dem 490er ein Legendary ziehst. Naja, egal. Fangen wir einfach mal an. So. Geilomatico. Schöpfer Victor, Alter, halt's Maul. Geil. Das ist natürlich geil. Ah, Moment, schauen wir uns ihn gleich im Shop an, das geht schneller. So. Ja genau, und heute sind auch diese 9 Skins rausgekommen. Ups, ich hab Victor falsch geschrieben. So. Oh yes, baby. Was hat der noch so für Skins? Vollmechanik. Der hat nur 2 Skins? Und beides 975er? Ah ne, Moment mal, der Schöpfer ist gleich ein Legendary, oder? 1800? Doch, ich glaube schon. Oder zumindest 1300. Naja, es ist kein 975er, safe nicht. Alter, wie geil. Ja gut, Wurf. Aber beim letzten Mal kann ich euch schon sagen, habe ich nur Bullshit bekommen, ja, und zwar wirklich nur Bullshit. Alle Skins für Champions, wo ich schon einen Skin hatte und dann auch noch richtig hässliche Skins, die ich noch nie gespielt habe, seit ich sie habe. Bis auf den Mordekaiser-Skin, aber ich spiele Mordekaiser so selten, das lohnt sich echt nicht. So. Doch. Wobei ich habe auch keinen Musen, also ich habe gar keinen Sona-Skin. Musen-Sona, ach du Scheiße. Gut, dass der Shop auch überhaupt nicht leckt, ne? Tja, da habe ich jetzt allerdings keine Ahnung, wie viel der kostet. Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass es ein 520er ist. Weil ich bezweifle mal, dass sie nur 975er hat. Ja. Aber dennoch ist es trotzdem worth, weil man ja 30 RP gespart hat. Aber an sich ist es natürlich ziemlich behindert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die hier ein 1350er und ein 3200er Skin hat, ist das natürlich richtig erbärmlich. Aber egal. Wie gesagt, ich habe noch keinen Skin für die. Puh. Sensenmann Katus. Da muss ich jetzt echt mal nachschauen, ob ich für den schon einen Skin hatte. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf raus gar nicht. Hä, was? Ach lol, da war ein Twisted Fate Skin dazwischen. Fail. Nein, tatsächlich auch noch nicht. Ja gut, dann passt es. Und der sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Und ich glaube, das ist ein 975er. Jo, passt. Auf jeden Fall besser als der Fnatic. Na, ich sehen die alle scheiße aus. egal. Wobei, nach dem Rework weiß ich gar nicht mehr, wie die aussehen. Ich kenne sie nur vor dem Rework. Egal. Also, das war jetzt Nummer 3. Das heißt, wir machen noch einmal auf und dann machen wir eine geheimnisvolle Truhe auf, weil ich weiß nicht, ob das zusammenzählt, jeweils 5 oder von beiden zusammen 5. Und wie gesagt, ich will eine von den Truhen auf jeden Fall öffnen. Oh, fuck! Scheiße, ich dachte, die Chance ist wieder normal, dass man so ein Bullshit bekommt. Das ist jetzt mein dritter Jarvan-Skin und 2 habe ich aus geheimnisvollen Skins bekommen. Beim letzten Mal habe ich auch einen Jarvan-Skin bekommen. Das ist doch ein verfickter Witz, oder? Schaut euch das an. Ich habe 4 Jarvan-Skins. Ich habe 4 Jarvan-Skins. Und 3 davon aus Mystery Gifts. Das ist doch ein verfickter Witz, oder? Ich habe alle Jarvan-Skins bis auf einen. Ich spiele den Champion nie. Ich hasse ihn. What the fuck, Alter. Und dann hat jeden hässlichen und den einzigen geilen habe ich natürlich nicht. Ey, das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit vom Allerfeinsten. Ich hab 115 Champs oder so und ich krieg 4-mal für einen ein Skin. Das ist doch ein Witz. Schaut euch an, wie viele Skins mir fehlen. Hier, das sind bestimmt, keine Ahnung, 150 Skins, ja. Und ich krieg verdammt nochmal für einen Champion 4. Stimmt, beim letzten Mal habe ich schon 2 gezogen.
3 meine ich. Und einen hatte ich gekauft, ganz am Anfang. Beim letzten Mal habe ich 2 bekommen und jetzt wieder einen, Alter. Das ist doch ein verfickter Witz, ey. Oh, kotzt mich das an. So. Dämonen klingen drin da mehr. Ach du Scheiße. OMG. Ja, jetzt fehlt mir nur noch ein Trindamere-Skin. GG. Es gibt halt ungefähr 30 Champions, für die ich keinen Skin habe. Und ja. Ja, wobei jetzt sind es ein paar weniger, weil ich habe jetzt welche bekommen. Und ja, tatsächlich, es zählt zusammen. Kauflimit ist erreicht. Okay. Alter. Alter. Das kann ich. Also, was. Also, das mit dem Trindamere, das geht noch, ja. Aber, alter Jarvan, Mann, was soll der Scheiß? Alter, komm schon, Rito, please, Mann. Den Kommando habe ich mir gekauft, die anderen drei. Alter, das ist doch ein Witz, ist das doch. Hätten sie mir jetzt statt dem Trindamere-Skin, hätten sie mir jetzt auch noch Kriegsherr Jarvan geben können, ganz ehrlich. So ein Scheißdreck. Das fuckt doch einfach nur noch ab. Alter. Ah ja, und dann noch was ich jetzt ganz am Ende sagen wollte. Ich habe gerade ein Game mit Lux gespielt. Das können wir jetzt mal kurz nachschauen, ob das jetzt in meiner Match-History drin ist. Ist es nicht. Also ich habe gerade ein Game mit Lux gespielt. Dann kam Verbindung unterbrochen. Inwiefern ist das komisch? Es liegt nicht an mir. Also mein Internet war nicht weg wie beim letzten Mal beim Disconnect, sondern es ging alles einwandfrei. Deswegen, ich dachte mir erst schon, ja fuck, Alter, schon wieder mein Router, genau wieder in der Aufnahme. Und dann habe ich so minimierten geschaut, Internet ist da, habe ich auch im Browser nachgeschaut, alles ging perfekt, nur LoL ging nicht. Steam war noch da, alles da, nur LoL nicht. Dann habe ich mir gedacht, ach komm schon, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und ja, ging nicht mehr reconnecten und dann nach 5 Minuten oder so, wo Spiel ungefähr 15 die Minute war, konnte ich nicht mehr reconnecten, dann bin ich wieder in die Lobby gekommen. Also halt in den Klienten rein. Also wie, als wäre das Spiel vorbei, aber es ist niemals nach 5 Minuten aus gewesen. Also es waren ungefähr so 8 Minuten, wo ich weg war. Und in der 6. Minute bin ich disconnected. Also maximal 14., 15., 16. Minute. Und in der Zeit haben die niemals gefinished oder surrendered. Surrender geht nicht und finishen halt nie im Leben in der 16. Minute. Selbst 4 gegen 5, das geht niemals so schnell. Ja. Von daher einfach nur what the fuck. Und das Spiel wird mir jetzt auch immer noch nicht angezeigt. Also ich weiß jetzt nicht, ob läuft es noch? Also läuft das Spiel noch, obwohl ich kann ein neues Spiel starten, ich habe es ausprobiert, ich habe kurz ein freies Spiel gestartet, ging komischerweise wieder, ich konnte connecten, ping, alles normal und ja, what the fuck einfach nur, ey, Rito, please, also es lag echt nicht an mir, Internet, alles war da, ja? Theoretisch wäre ich jetzt noch in dem Game, wenn das nicht passiert wäre, ja, und dann habe ich kurz in den Shop geschaut und habe ich gesehen, dass es jetzt wieder Mystery Gifts gibt, also die man sich selbst kaufen kann, forever alone. ja, aber ziemlich behindert, muss ich schon sagen. Also wirklich, das fuckt mich ziemlich hart ab. Weil es diesmal halt wirklich nicht an mir lag. Aber egal, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr sowas nochmal haben wollt, könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Dann haue ich meine letzten paar Riot Points, die ich da habe, noch für 4 reichen nicht, ne? Ne, 4 reichen nicht. Ja, noch für 3 Stück raus. Oder für 2-mal die geheimnisvolle Truhe. Wobei ich finde, dass es ziemlich Bullshit ist. Da finde ich den geheimnisvollen Skin irgendwie besser. Da kannst du viel mehr Value rausbekommen. Und yo. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal nochmal. Und ciao, ciao.